Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier heute wieder bei Nationalpark Radio. Und wir freuen uns, dass wieder viele zugeschaltet haben. Wir hoffen, dass es viele sind, nicht nur hier in der Gegend, sondern auch weiter in Deutschland oder vielleicht über die Grenzen hinaus. Und mit dabei ist heute meine Frau, die Maria. Hallo, guten Und Abend. wir haben ein sehr interessantes Thema heute. Und zwar, es geht um, ja, wenn es dunkel wird. Und man in einer sternenklaren Nacht in den Himmel reinschaut und die Sterne sieht. Und das, was wir gerade eben gehört haben, das war von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, das Tanzlied. Und dann kann man quasi fast die Sterne tanzen sehen. Und ein Experte und ein profunder Kenner der Sterne, den haben wir heute am Mikrofon. Und ich darf begrüßen Herrn Christoph Pütz von der Sternwarte Peterberg, und er ist auch ja, Mitbegründer des Sternenprojektes St. Wendler Sterneland, wenn ich das richtig so Richtig, ja. Schönen guten aussprach. Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Pütz, schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Und ja, vielleicht ein bisschen was zu Ihnen, am besten, dass Sie selbst was dazu sagen. Ja, also ich bin 57 Jahre alt und mache Astronomie als Hobby seit über 40 Jahren. Fing also im Alter von 13, 14 Jahren fing ich an damit. Nachdem ich in den Bergen in einem Urlaub mit meinen Eltern zum allerersten Mal die Milchstraße gesehen habe, da hat mich dann dieses Hobby plötzlich gepackt. Das war sozusagen die Initialzündung. Und danach bin ich als junger Schüler dann in die Bibliothek gegangen und habe mir die ersten Bücher über Astronomie ausgeliehen. Das war zu der damaligen Zeit gar nicht so einfach, denn vor über 40 Jahren war das ein absolutes Exoten-Hobby und es gab da kaum Fachliteratur oder Ähnliches dazu. Und so kam ich dann damals schon recht früh zum Verein der Amateurastronomen des Saarlandes, die sich da regelmäßig damals in Saarbrücken getroffen hatten und haben sich Lehrfilme über Astronomie von Lehrinstituten ausgesucht. Und so haben wir uns nach und nach das Hobby uns eingearbeitet. Und im Alter von, ja, 15 Jahren habe ich zum ersten Mal in einem damals unverschämt großen Teleskop in einer Sternwarte im saarländischen Wiebelskirchen den Saturn gesehen mit seinen Ringen und den Passt. ganzen Monden, die da drum sind, und war von dem Effekt so begeistert und überrascht, dass ich fast von der Leiter runtergefallen bin, auf der ich da stand, um durchs Teleskop zu gucken. So fing das dann alles an. Und über die Jahre hin fing ich dann an, den Sternenhimmel zu fotografieren und habe mich zuerst spezialisiert auf das Thema Milchstraße, also unsere eigene Milchstraße, unsere eigene Galaxie. Und vor 7 Jahren kam das Thema Lichtverschmutzung für mich dazu. Also der Sternenhimmel fasziniert Sie jetzt schon seit über 40 Jahren, wenn ich das Ja, richtig mitbekomme. also ich bin da sehr hartnäckig dabei geblieben. Es macht mir auch immer noch unheimlich viel Spaß, das Hobby. Ja, das können wir vorstellen. Ich erinnere mich auch an ein Erlebnis, das wir vor, ja, Ja, über 20 20 Jahren, Jahren, wir 20, waren 25 mal Jahren. in der Provence, haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht, und die Provence hat noch sehr viele schöne Flecken, wo man den Sternenhimmel richtig gut sehen kann. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal so richtig auf die Milchstraße gesehen. Das war fantastisch. Ja, das glaube Tolle ich Ihnen Sache. gern. Also es ist ja auch heute leider so, dass man nur noch sehr, sehr selten richtig dunkle Plätze findet. Also weltweit ist das eine Seltenheit geworden, wo man den Sternenhimmel noch so klar und deutlich sehen kann und auch mal einen Eindruck kriegt, wie schön die Milchstraße sein kann. Also ich habe zweimal in meinem Leben die Milchstraße wirklich in ihrer ganzen Pracht gesehen. Das eine war in den Alpen auf über 3000 Metern. Da war die Milchstraße so hell, dass ich meinen Freund gefragt hatte, ob da jemand einen Diskostrahler angemacht hat. Aber das war tatsächlich die helle Milchstraße, die man am Himmel gesehen hat. Danach hatten wir leider dann 2 Tage Höhenkrankheit. Es war doch vielleicht ein bisschen zu hoch für den Anfang. Und das andere Mal war in
Südafrika in einer sehr, sehr abgelegenen Region, also hunderte Kilometer entfernt von einer nächsten Stadt. Und da war der Himmel, also die Nacht war da so dunkel, dass ich auch meine eigenen Schuhe nicht mehr gesehen habe. Aber das, was ich habe einmal den Eindruck erlebt, dass die Milchstraße oder dass die Sterne so leuchten können, dass man ganz, ganz schwach seinen eigenen Schatten nur vom Sternenlicht sieht. Und wenn man das einmal erlebt hat, und dann wieder in unsere Gefilde zurückkehrt, da ist man ja völlig erschüttert, was einem da alles entgeht. Also was ganz Besonderes, wenn man sie sehen kann, aber viele haben sie wahrscheinlich noch überhaupt nicht gesehen. Vielleicht so eine Vorstellung vielleicht, wo sie sein könnte. Was ist eigentlich die Milchstraße? Ja, wir leben ja mit unserer Sonne in einem noch größeren System. Also unsere Sonne ist ja nicht alleine im Weltall, sondern die Sterne haben die Eigenschaft, sich gerne in einer größeren Gemeinschaft anzusammeln. Man nennt das dann Galaxie. Und wir sehen die Milchstraße von der Erde aus als ein schwach leuchtendes Band. Deshalb kommt auch der Name Milchstraße. Das sieht so ein bisschen milchig aus, es Wenn man leuchtet die so Milch blass. ausgeschüttet hätte, Ja, ja. genau, ja. Und aber wenn man da mit dem Fernglas zum Beispiel mal reinschaut, wird aus diesem milchigen Band werden Tausende und Millionen Sterne. Da löst sich das auf. Und in Wirklichkeit ist unsere Milchstraße eine sogenannte Spiralgalaxie. Diese Spirale sehen wir allerdings leider nicht. Das kann man schön vergleichen, wenn Sie zum Beispiel an einem Waldrand stehen, an einem Waldgebiet außen vor. Und dann sehen Sie natürlich den Wald auch nur als einen Streifen. Wenn Sie drin sind, sehen Sie um sich herum auch nur ganz viele Bäume. Und wenn Sie aber oberhalb des Waldes stehen würden, dann würden Sie die Struktur des Waldes erkennen. Also die Tatsache, dass wir die Milchstraße als ein Band sehen, lässt schon darauf schließen, dass wir in diesem System ziemlich gut in der Mitte drin liegen, denn wir sehen in alle Richtungen ungefähr gleich viele Sterne. Und an dem Band gucken wir dann quasi in das Zentrum dieses Waldgebietes hinein. Und daher leuchtet das als ein Milchstraßenband. Und man schätzt, dass unsere Milchstraße etwa 200 bis 400 Milliarden weitere Sterne hat, also eine gigantische Zahl. Und jeder dieser Sterne könnte wiederum Dutzende von Planeten haben. Also es ist eine gigantische Bühne, wenn man das weiß, was man da am Himmel sieht. Es ist eine Bühne von 100.000 Lichtjahren Durchmesser und etwa 20.000 Lichtjahren Höhe. Also so größer als jede Bühne, die man auf der Erde haben kann, ohne dass man Eintritt bezahlen muss. Und das ist nur jetzt ein Spiralarm der unserer Galaxie. Ja, also wir gucken quasi von der Seite auf einen dieser Spiralarme drauf. Und wenn wir nach oben fliegen könnten mit unserer Sonne, da würden wir eine gigantische Spirale sehen, die uns aber leider verborgen bleibt, weil wir in diesem Arm drin stecken. Ja. Ja, okay. Ja, die Sterne waren ja früher als die Seefahrt so angefangen Oh hat, oder ja. vielleicht noch viel früher, Ja. waren die Sterne ja was ganz Besonderes. Sie hatten was Mystisches, man hat die Götter darin gesehen. Die Ja. Seefahrt war von den Sternen abhängig, um zu sagen zu können, wo sie sich gerade befinden auf irgendeinem Weltmeer. Tja. Also, ja, in der Tat ist die Astronomie eine der ältesten Wissenschaften der Erde, zusammen mit der Mathematik auch. Die Sterne hatten dabei für den Menschen eigentlich eine ganz elementare Funktion, denn die Menschen haben sehr schnell gemerkt, dass man anhand dem Sternenhimmel eine Jahreszeitenuhr hat. Und das war elementar für den Acker- und Landwirtschaftsbau. Also es gibt auch heute noch die alte Regel, es gibt am Winterhimmel gibt so einen kleinen Sternhaufen, die Plejaden, die sieben Schwestern heißen die. Die kann man mit bloßem Auge sehen. Und wenn die im Herbst oder Spätsommer so langsam am Morgenhimmel zu sehen sind, dann war das für die damaligen Leute auch tatsächlich das Signal, die Ernte einzufahren. Ja? Also wenn sie jetzt tatsächlich bis frühmorgens wach bleiben, können sie die Plejaden ganz schwach noch am Morgenhimmel ganz tief über dem Horizont erkennen. Also da hatten die Bauern gewusst, aha, jetzt wird es Zeit, die Ernte einzufahren. Und wenn die
untergehen, also quasi im Frühling, kurz vor Beginn der Nacht stehen die dann wirklich ganz flach am Horizont und gehen unter. Dann ist wiederum ein halbes Jahr vergangen und dann wussten die Leute, okay, jetzt wird es Zeit, die Felder zu bestellen, also die Saat auszusäen. Und solche Geschichten gibt es quer durch alle Kulturen auf der Erde, auch zum Beispiel in Ägypten. Wusste man zum Beispiel, dass der hellste Stern des Sirius, wenn der zu sehen war, wussten die, dass zum Beispiel die Hochwasser des Nils demnächst kommen, dass da die Felder bewässert werden. Und auch die Pyramidenspitzen in Ägypten, die drei großen Pyramiden dort, die sind tatsächlich, da hat man lange Zeit gerätselt, warum man die so gebaut hat, bis man einen Astronomen entdeckt hat, ah ja, die drei Spitzen zeigen genau die Gürtelsterne, das Sternbild Orion an. Also das hatte einen kulturellen Wert, auf jeden Fall. Es hatte was mit Göttern zu tun. Man hat ja damals geglaubt, das ist ja alles Gott gegeben, was da im Himmel passiert. Und es hat aber auch für die Menschen einen totalen Sinn erfüllt, weil sie dann quasi eine einfache Zeitrechnung hatten, was für die ja für das Essen total wichtig war, ne? Ja, das war eine ganz wichtige Geschichte mit den Sternen. Ja. Und wenn man aber heute so abends, nachts in den Sternenhimmel guckt, ich glaube, die alten Seefahrer bei den Verhältnissen hätten gar nicht gewusst, wo sie waren. Und man hätte auch die Götter bei den Ägyptern dann nicht gekannt. Ja, das mit der Navigation, das kam dann später. Also die Griechen wussten schon ungefähr den Durchmesser der Erde, indem sie zum Beispiel Höhen der Sterne gemessen haben, oder die haben auch manchmal die Höhe eines Schiffsmastes vom Hafen aus gesehen. Die hatten schon ungefähr eine Vorstellung, welchen Durchmesser unsere Erde hat. Später kam er dann tatsächlich auf den Trichter, dass man gesagt hat, ja, man kann das für die Seefahrt nutzen. Und viele Einheiten der Seefahrt, eine Seemeile zum Beispiel, hat auch heute noch den Bezug zu einem Winkelmaß am Himmel. Das ist tatsächlich noch verblieben. Und auch heute müssen Kapitäne, die übers Meer segeln oder mit einem großen Dampfer drüber fahren, die müssen noch astronomische Navigation lernen, denn falls GPS oder Satellitenverbindung oder alles ausfällen, müssen die wissen, dass sie noch berechnen können, wo das Schiff ist. Ist ein Teil der Prüfung, wo die meisten durchfallen, weil das ist ziemlich mit Mathematik Ja, dass sie ihren Sextanten auch noch bedienen können. verbunden. Man muss einen Sextant bedienen können und man muss einigermaßen rechnen können. Also das ist nicht so ganz einfach, aber es geht. Und die Kanarischen Inseln wurden ja, nee, Entschuldigung, Kolumbus hat ja auch so Amerika in Anführungszeichen entdeckt, indem er seinem Navigator gesagt hat, fahr immer so, dass der Polarstern möglichst die gleiche Höhe über dem Horizont hat. Und die Höhe des Polarsterns über dem Horizont entspricht gerade der geografischen Breite. Und jetzt können Sie gucken, ja, wenn Sie immer entlang der gleichen geografischen Breite auf dem Globus entlangfahren, sehen Sie genau die Stelle, wo Kolumbus dann später angekommen ist, mit ein bisschen Abweichung. Ne? Ja. Ja, obwohl er ja dann doch ja geirrt hat, dass er nicht Indien entdeckt hat. Ja, genau, ja. Aber gut, das hat er halt dann später gemerkt. Aber die Idee, so zu segeln, die war schon astronomisch bedingt. Ja. Okay, ich kenne das jetzt noch so, wenn ich so 20, 30, 40 Jahre zurückblicke, da kam es mir so vor, oder vielleicht ist es auch nur eine Vorstellung, dass es mehr Sterne am Himmel gab, als es heute am Himmel gibt. Ja. Also die Anzahl der, also es gibt viele Faktoren, die Ihnen die Anzahl der Sterne am Himmel, die beeinflussen. Also zum einen haben wir natürlich, es ist abhängig von den Jahreszeiten. Es ist tatsächlich so, dass Sie bei uns in unseren Breiten im Frühling etwas weniger Sterne am Himmel sehen als zum Beispiel im Hochsommer. Also jetzt. Jetzt sehen Sie zum Beispiel sehr viele Sterne, weil gerade die Milchstraße, wir gucken also gerade in den Bereich unserer Milchstraße rein, wo sich besonders viele Sterne befinden. Also das ist jahreszeitenabhängig. Dann ist es natürlich auch abhängig, wo auf der Erde befinde ich mich. Sie sehen auf der Südhalbkugel der Erde, sehen Sie ganz andere Sternbilder zum Beispiel.
Und auch da gibt es Regionen des Sternenhimmels, wo man tatsächlich noch mehr von der Milchstraße sehen kann. Also Sie sehen zum Beispiel von Südafrika das Zentrum unserer Milchstraße genau über sich, während wir es nur tief am Horizont sehen. Also da haben Sie auch den Eindruck, dass Sie in Südafrika zu einigen Zeiten auch tatsächlich mehr Sterne sehen als bei uns. Das ist auch richtig. Und der dritte Punkt ist natürlich das Wetter, die klimatische Lage. Sie sehen in den Bergen natürlich in der klaren Luft mehr Sterne als 2000 Meter in den ganzen Dunstschichten drin. Und das vierte ist halt das, was wir auch heute hier in Europa haben. Dadurch, dass die Nächte immer heller werden, wird der Kontrast zwischen den Sternen und der Helligkeit des Himmels immer geringer. Und dadurch erkennen sie einfach nicht mehr so viele Sterne wie früher, als zum Beispiel die ersten Leute mit Teleskop in den Himmel geguckt haben, wo es einfach noch gar keine Straßenbeleuchtung gab. Ne? Und die konnten dann Dinge sehen. Und da beneide ich manchmal die früheren Astronomen, die konnten mit kleinen Teleskopen Dinge sehen. Da brauche ich heute die doppelte oder dreifache Größe, um die Objekte dann heute noch zu finden. Ne? Also das ist auch so ein spannendes Thema. Ne? Also man konnte früher mit einfachen Mitteln tatsächlich mehr sehen als heute. Ja. Es gab früher mehr Sterne am Himmel, als wir heute sehen können. Ja, also die Weil einfach Anzahl die. insgesamt ist gleich geblieben, aber früher konnten wir einfach, weil der Himmel schön dunkel war und es noch nicht so viel Luftverschmutzung und Ähnliches gab, konnten wir tatsächlich viele Sterne, viel mehr Sterne sehen. Also man sagt, man kann in einer Nacht, also mit bloßem Auge kann man etwa 5.000 bis 6.000 Sterne erkennen. Und aber heute hier also wenn ich jetzt zum Beispiel in München wäre, in einer großen Gar nicht mehr. Stadt, da sehe ich vielleicht noch ein paar Dutzend. Das Ja. war es dann, ne? Ja, Weil die Stadt so hell ist. das Thema, warum wir heute so wenige Sterne sehen, und das hängt ja dann auch mit dem Licht zusammen, kommen wir dann gleich darauf zurück und lassen wir den Zuhörern noch ein bisschen eine Verschnaufpause. Und Claire de Lune von Claude Debussy, Schön. den Mond sieht man wahrscheinlich doch recht häufig. Ja, Viel besser als die vielen kleinen Sterne. in der Und Tat. ja, und das hören wir uns jetzt mal.
Ja, Herr Pütz, Sie hatten uns ja vorhin erzählt, dass es verschiedene Gründe gibt, warum man den Anschein hat, dass man heute weniger Sterne sieht als vor 2, 3, 4, 500 Jahren oder noch früher. Und sagten auch, dass bei uns jetzt die Helligkeit in den Städten, in den Ortschaften, auf der Erde allgemein sich erhöht hat. Und da könnte man ja dann vielleicht diesen Begriff Lichtverschmutzung mal ins Spiel bringen. Ja, wenn Sie uns da vielleicht was dazu sagen, zu dieser Ja, also der Begriff Begriff. Lichtverschmutzung ist eine etwas unglückliche Übersetzung aus dem Englischen. Also im Englischen heißt es Light Pollution, also Licht und Verschmutzung. Aber gemeint ist eigentlich, dass die Dunkelheit verschmutzt wird durch Licht, ne? Also es geht darum, dass die Menschen dazu neigen, ob jetzt aus kulturellen Gründen oder aus Gründen des individuellen Sicherheitsempfindens, Licht in die Städte und in die Landschaft zu bringen. Das Ganze ging natürlich schon los, also schon vor der Erfindung der Glühbirne. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie man eigentlich mit einer schönen Idee angefangen hat. Das Licht ist ja an sich nichts Negatives. Aber wie so oft im Leben gibt es dann so einen Rebound-Effekt. Ja, die Menschen gewöhnen sich dran, sie profitieren irgendwie davon und dann fängt man an, das immer weiter zu treiben. Und jetzt sind wir so etliche Jahre nach Erfindung der Glühbirne sind wir jetzt da angelangt, dass wir übers Ziel hinausgeschossen sind. Das heißt also, wir bringen enorme Energiemengen in die nächtliche Natur hinein. Ich meine, das muss ja auch irgendwo, das Licht muss ja produziert werden, das Licht muss bezahlt werden, der Strom für das Licht muss erzeugt werden. Und seit etwa der Jahrtausendwende haben Forscher auch angefangen, sich damit zu beschäftigen, was macht denn das Licht in der Natur überhaupt? Denn wir haben ja ökologische Systeme, die sind seit Millionen von Jahren darauf ausgelegt, dass es einen natürlichen Wechsel von Tag und Nacht gibt. Einfach weil die Erde sich seit Millionen von Jahren einfach relativ konstant dreht, ist die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das Ganze ist regional ein bisschen unterschiedlich. Wenn man die Polarregionen mal sieht, da ist es mal ein paar Monate hell und ein paar Monate dunkel. Und sowohl die Natur, aber auch die Menschen wurden durch diesen Wechsel geprägt. Also der Mensch ist ein rhythmisches Wesen und man kann nachweisen, dass sowohl Licht wie auch Dunkelheiten direkten Einfluss haben auf die Hormonbildung im Menschen. Und man fing dann plötzlich an zu fragen, was richten wir denn da überhaupt an, wenn wir die Nacht zum Tag machen? Und vor dem Hintergrund dieser Forschung ist der Begriff Lichtverschmutzung entstanden, weil die Forschung überwiegend in den USA gestartet war, haben die dann den Begriff Light Pollution geprägt. Und die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden dann nach und nach weltweit fortgesetzt. Also auch hier in Deutschland gibt es tatsächlich Universitäten und Fachgruppen, die an dieser Forschung teilhaben. Und ich habe auch einige dieser Forscher kennengelernt. Das sind überwiegend Biologen, mit denen ich da zu tun hatte in den letzten Jahren. Und wenn man da mal so einen Abend mit diesen Fachleuten redet, dann kriegt man da ein ganz anderes Bild plötzlich davon, von diesem Effekt. Denn man kann es wörtlich sagen, quasi wo viel Licht ist, ist natürlich auch umgekehrt viel Schatten. Also es hat nicht nur positive Eigenschaften, vor allem dann nicht, wenn man es übertreibt. Wenn man jetzt das ein bisschen zusammenfasst, kann man denn sagen, wer jetzt die größten Lichtverschmutzer sind oder wo Ja, die hohe Lichtverschmutzung ist? das ist das können wir auch regional sogar nachvollziehen. Also in den Regionen, wo sie zum Beispiel Industrie haben, also ich sage jetzt einfach mal so Industriegebiete, die es ja überall gibt, jede Stadt muss ja auch eine gewisse Industrieförderung machen oder Wirtschaftsförderung, damit die Stadt auch Steuergelder hat, damit sie ihre Wege und alles Mögliche und Kindergärten finanzieren kann. In dieser Industrie gibt es
noch kein Bewusstsein dafür, was man mit dem Licht macht. Also da wird auch sehr viel Licht für Werbung eingesetzt, zum Beispiel durch Skybeamer, ne? Oder Ja. durch nachts beleuchtete Werbetafeln. Und da hat man sich gedacht, je heller das Licht, umso schöner ist meine Werbung, sodass es jeder sieht. Und dementsprechend haben sie da eine enorme Helligkeit in den Industriegebieten, viel mehr, als sie eigentlich brauchen würden. Also ich war in Industriegebieten schon im Nordsaarland, da konnte ich ungelogen mit aufgesetzter Sonnenbrille in der Nacht Zeitung lesen. So hell war das dort. Das ist also total überzogen. Das brauchen sie Ja. nicht. Ne? Ja, auch manchmal Gegenden beleuchtet, wo dann sich gar kein Mensch mehr aufhält. Ja, genau. Irgendwie Zum ist das Beispiel habe ich auch Nachbarort oder gesehen, vor so. einer Schule, ein großer Parkplatz vor einer Schule. Es war 3 Uhr nachts. Kein Mensch war da, kein Schüler, kein Bus, da fährt nichts, aber hell beleuchtet. Ne? Und zwar mit 20 Lux. Also das ist so mehr, als sie eigentlich zu Hause im Wohnzimmer haben. Und also die Privaten, würde ich sagen, die stehen an erster Stelle, vor allem die wirtschaftlichen Unternehmen. Und dann gefolgt, man sagt heute so etwa 40% der Anteil war oder ist schlechte Lichtplanung der Städte. Auch einfach, weil die Beleuchtungsplanung von Ingenieurbüros gemacht wird, die sich an einer DIN-Norm orientieren. Und diese DIN-Norm, um die es da geht, das ist jetzt eine Norm, die ist natürlich auch wiederum in der Industrie, das heißt der deutsche Industrienorm, entwickelt. Und interessanterweise sitzen in diesen DIN-Ausschüssen dann auch die Beleuchtungshersteller. Ne? Das heißt also, die planen nicht unabhängig und die haben auch nicht so viel, ja, Interesse. Es fängt langsam ein Umdenken an, aber in der Ursprungszeit hatten die sich einfach streng nur auf das reine ingenieurtechnische Wissen zum Thema Licht befasst. Wie hell muss ich beleuchten, damit ich nachts Farben erkennen kann? Ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ne? Man sagt ja, nachts sind alle Katzen grau, ne? Weil das Auge sowieso nachts sehen kann. Ja, da ist halt plötzlich eine Norm entstanden. Und diese Norm hat für die Städte quasi, weil es keine Gesetzgebung darum gibt, hat das für die Städte und Gemeinden hat das quasi fast so einen gesetzgeberischen Charakter. Das heißt also, sie haben eine industrielle Gruppe, die sich quasi fast ihre eigenen Gesetze schreibt. Und die Kommunen setzen das dann um in Angst, dass sie verklagt werden, wenn jemand im Dunkeln fällt. Ne? Und da ist halt also war jahrelang quasi so, ja, war diese Fehlentwicklung, die dann auch dazu geführt hat, dass dieser Rebound-Effekt, dass man da immer nachts immer heller geplant hatte. Und mit dem Aufkommen dieser neuen LED-Laternen hat man dann versucht, ja, einen neuen Markt zu schaffen. LED ist ja durchaus erspart Energie. Allerdings, was man bei den LED dann immer so schnell übersieht, wenn Sie eine LED-Zelle einzeln herausnehmen und Sie schauen da direkt rein, dann haben Sie fast die Helligkeit der Sonnenoberfläche auf diesem LED-Element. Das heißt, Sie haben zwar einen geringeren Verbrauch, aber die Lichtmenge, die diese Dinger erzeugen bei geringem Verbrauch, ist viel höher als vorher. Und das ist jetzt der Effekt, dass wir Energie sparen. Und diesen LED-Effekt dazu führt, dass es immer heller wird. Und dabei könnten wir, wenn wir die LED noch weiter dimmen würden, können wir noch mehr Energie sparen und es würde nicht heller werden. Ne? Also das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. So. Und es findet erst ganz langsam ein Umdenken bei den Lichtplanern und bei den Netzbetreibern, wie man da sagt, findet das statt. Wahrscheinlich jetzt auch dadurch, dass der Spardruck insgesamt immer höher Ja, wird. wir haben das, Ein haben das bisschen. vorhin mal erwähnt, dass ja die Natur auch sich lichtbezogen verhält und Ja. auch entwickelt. Ja. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und Licht ist ja auch nicht unsere physiologische Erfahrung normalerweise. Kann es sein, jetzt mal Ja. rein provokativ einmal noch gefragt, kann es sein, dass zu viel Licht auch krank machen kann? Es gibt tatsächlich medizinische Nachweise dafür.
Also ich habe gerade zuletzt eine Studie aus China gesehen, wo man gemerkt hat, dass zum Beispiel Kinder in hell erleuchteten chinesischen Städten Schlafstörungen haben. Denn wenn sie über Licht reden, haben sie ein paar Faktoren, die da reinspielen. Das eine ist, wie hell ist es, also die Lichtintensität. Dann zweitens haben sie die Lichtfarbe und die Lichtlenkung, ne? Wenn sie das Licht natürlich ungebremst in den Himmel lenken, vergeuden sie Energie, weil das Licht soll ja eigentlich nur am Boden hin. Lenken sie es in die Häuser hinein, riskieren sie, dass die Leute Schlafstörungen kriegen. Infolge der Schlafstörungen entwickeln sich Depressionen. Infolgedessen kriegen die Leute Gewichtsprobleme, und manchmal dann als Folge wiederum Diabetes. Also diese Kausalkette hat man inzwischen schon wissenschaftlich bestätigt. Und ein wichtiger Schutzfaktor des Menschen wird außer Kraft gesetzt. Und das fand ich persönlich besonders übel. Man hat zum Beispiel zur Jahrtausendwende festgestellt, dass zum Beispiel Piloten und Schichtarbeiter bzw. Schichtarbeiterinnen überdurchschnittlich häufig von Brustkrebs und Prostatakrebs betroffen sind. Und man hatte bei den Piloten zuerst gedacht, das kommt von der Höhenstrahlung. Das war allerdings nicht der Grund, sondern man hat einfach festgestellt, dass die Beleuchtung in der Nacht, also wenn die Piloten eben entweder nicht schlafen können, sind im beleuchteten Cockpit drin, oder eben Schichtarbeiter dann in der Nacht arbeiten und sind diesem anregenden hellen Licht ausgesetzt, das sie ja wach halten soll. Da wird die Bildung des Hormons Melatonin unterdrückt. Und von Melatonin weiß man, dass es eine krebshemmende Wirkung hat. Das heißt, Melatonin ist ein Hormon, das eigentlich sie zum Schlafen bringt und gleichzeitig den Körper dabei unterstützt, gegen Krebszellen vorzugehen. Also es bedeutet nicht, dass Licht jetzt Krebs macht. Das heißt es nicht, aber ein Schutzfaktor gegen Krebs geht ihnen verloren. Und das ist etwas, was mich total gestört hat. Ich habe sogar mal, ein Freund von mir ist Professor für Medizin, und der hat mir mal einen Beipackzettel gegeben von einem Krebsmedikament. Da stand tatsächlich drin im Beipackzettel, dieses Medikament entfaltet am besten seine Wirkung, wenn der Patient in völliger Dunkelheit schläft. Und das war schon verräterisch, ne? Ja, das Ja, stimmt, ja. ja. Und der Erfinder der Glühbirne, Edison, hat sogar mal gesagt, Schlaf ist unnütz. Und also das heißt, ja, Sie sehen also, wohin die Reise geht, ne? Man nimmt also Licht quasi schon fast als Dopingmittel, um Leute zu mehr Leistung zu animieren. Und wir wundern uns dann heute, dass wir so viele Schlafstörungen haben, weil wenn Sie bei Naturvölkern gucken, die haben einen völlig anderen Schlafrhythmus als wir, als die Europäer, ne? Die schlafen eher so in Phasen, sind auch nachts ab und zu ein bisschen wach und schlafen dann gemütlich weiter. Also das ist viel natürlicher, und wir versuchen uns ein durch äußeres Licht erzwungenes Schlafverhalten aufzuzwingen, was natürlich nicht jedem gut tut. Also wir hatten auch mit einem Schlafmediziner aus Kaiserslautern gesprochen, der hat auch gesagt, also man kann sogar heute schon im Blut feststellen, für welche Menschen Schichtarbeit und nächtliches Licht eher gesundheitsschädigend ist und für welche weniger. Also da spielen natürlich noch viele individuelle Faktoren eine Rolle. Aber ja, das sind alles so Zusammenhänge, die übersehen werden. Und Die wahrscheinlich auch noch erst richtig erforscht werden müssen. die Also werden die ganze das Zeit schon schon gemacht. erforscht, und Ja, eigentlich sind aber die Ergebnisse dann schon ein bisschen bedrückend, ne? Wenn ich jetzt zum ja. Beispiel dann an China denke, mit den Kindern mit Schlafstörungen in den großen Das Städten, stimmt, ja. weil die sind ja dann morgens in der Schule K.O. oder unkonzentriert und reizbar und, ne? Das ist ja dann auch für alle anderen drumherum nicht so gesund. Und ja, von Pflanzen und Tieren weiß man es genauso, ne? Nehmen Sie zum Beispiel ein Glühwürmchen, ne? Das Das braucht die kommuniziert mit, Dunkelheit, ja. ja, die brauchen die Dunkelheit, weil die kommunizieren mit ganz schwachem Licht. Und wenn die jetzt in einer Großstadt sind, das wäre so, wie wenn sie in eine Disco gehen, wo über 150 Dezibel drin sind. Sie können sich nicht austauschen, ne? Es geht nicht. Oder wenn man 70% aller Tiere sind nachtaktiv, weiß man kaum. Und das heißt,
in hell erleuchteten Nächten ist das für die so, als ob sie einen Eisbär in die Wüste bringen. Die können da nicht überleben. Ne? Das funktioniert nicht. Ja. Und auch Pflanzen, gibt's auch. Ja, also wir sehen zum Teil, wir haben auch Fotos von Pflanzen, die, wenn die unter einer LED stehen mit kaltweißem Licht, also diese typischen 4000 Kelvin LED, die so, so blau-weißlich leuchten, die blühen früher. Im Frühling. Die blühen früher und kriegen dann meistens Frostschäden. Und im Winter werfen die später ihre Blätter ab und kriegen dann auch wiederum die Schäden durch. Also es ist überall, es ist... Also der natürliche Zyklus gestört eigentlich, wenn man, genau, so, wenn man genau. so sagen will. Gell? Und auch Thema Insekten, weil für viele Menschen sind ja Insekten eher so die Plagegeister, die eben jetzt gerade so im Sommer immer stechen und im Wald verfolgen oder so. aber an einer Laterne sterben in einer Nacht etwa 100 bis 200 Insekten im Umkreis von 23 bis 40 Meter, hat man herausgefunden. Und pro Laterne 100 bis 200 Insekten ist ungefähr der Tagesbedarf einer Blaumeise in einem Nest, die ihre Jungen füttert. Ja, und jetzt wundern wir uns, warum es immer weniger Vögel gibt. Ganz klar, die merken, die haben nicht mehr so viel Futter zur Verfügung, also legen sie weniger Eier, bis dann irgendwann in den Gärten keine Vögel mehr sind. Und wir sind aber auf die Insekten zum Beispiel angewiesen. Denn was man auch nicht weiß, 85% aller Pflanzen sind auf Bestäubung angewiesen. Ja. Weniger Insekten, weniger Obst. Weniger. Ganz genau. Und man sagt halt, also wir sehen es so als gegeben an, dass wir Nutzpflanzen haben. Ne? Aus den Nutzpflanzen machen wir Früchte, es gibt Gemüse draus. Unsere Kleidung besteht letztendlich aus Resultat dieser Nutzpflanzen. Das sind ja pflanzliche Textilien, die wir tragen. In den Medikamenten, die wir einnehmen, sind pflanzliche Bestandteile drin. In Baustoffen sind pflanzliche Bestandteile drin, im Tierfutter, im Brot. Wenn wir die Insekten nicht mehr haben, fällt das alles weg. Ja. Und man sagt also, es gibt natürlich wieder die klugen Leute, die da sagen, die bewerten das ökonomisch, und dann haben sie mal gerechnet und haben gesagt, der Wert der Bestäubung der Insekten ist 360 Milliarden Euro im Jahr, die Insekten einfach so als Dienstleistung für die Menschen übernehmen, 360 Milliarden Euro, ja, und wir nachts machen wir das Licht an und tagsüber kippen wir Pestizide auf die Äcker, dass die bloß nicht überleben können. Ne? Genau. Ja. Schön, da wissen wir, worüber wir reden jetzt. Ne? Schön, dass man alles schön in Geld umrechnet. Ja, genau, ja, ich finde das auch immer furchtbar. Aber manchmal kommt man mit dem Argument ja auch irgendwie weiter. Ne? Ja. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge Argumente schon zusammengetragen, dass man etwas gegen diese, ich sag mal jetzt, Dunkelheitsverschmutzung, nicht Lichtverschmutzung, sondern die Dunkelheit verschmutzen wir, dass man etwas unternehmen muss. Und was kann man unternehmen und was wäre hilfreich? Und machen wir bis dahin noch ein bisschen Musik und alles klar. Gehen wir auf das Thema wieder ein. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, wir hören dann von Ludwig van Beethoven aus der Sinfonie Nummer 7 den zweiten Satz, Allegretto. Was können wir tun, damit es besser wird mit dem Licht? Ja. Haben Sie da Vorschläge? Ja, die einfachsten Antworten sind immer die besten. Also wenn man jetzt die Erkenntnis hat, man beleuchtet zu viel, dann ist die einfachste Antwort, ja, mach doch einfach ein bisschen weniger. Also wir wollen ja nicht in den Städten oder in den Gemeinden wollen wir ja nicht das Licht abschalten. Obwohl das, ich sag mal, in englischen Gemeinden ist das schon der Fall. Aber nicht aus der Einsicht, dass man was für die Natur machen will, sondern weil die es sich nicht mehr leisten können. Also das ist in England gerade der Fall. Die müssen abschalten, weil sie das Geld nicht mehr haben. Bei uns haben wir es zum Beispiel in der Gemeinde Eiweiler so gemacht. Wir dimmen einfach das Licht. Also es gibt so eine Hauptzeit, wo die Straßenlaternen brennen. Da ist es auch dann angenehm hell in der Straße. Und so ab 22, 23 Uhr, wenn der Berufsverkehr weg ist, wenn die letzten Leute so in der Regel mit dem Hund weg waren, dann werden diese Laternen runtergedimmt. Das heißt also, das Licht ist nicht aus, sondern es ist nur ein bisschen schwächer.
Und man sieht trotzdem noch drin, ne? Wie ich gesagt habe, die LEDs sind hell genug, dass man die um 90% dimmen kann und da ist immer noch hell genug. Also man sieht die Straße noch, es ist alles wunderbar. Also einfach mal ein bisschen dimmen. Und die zweite Maßnahme ist einfach, lenkt doch das Licht einfach nur dahin, wo es braucht, ne? Also viele Städte oder auch die Industrie, die lenken das Licht ungebremst in alle Himmelsrichtungen. Was nützt mir das Licht, wenn ich es in den Himmel strahle? Das ist verlorene Energie. Das geht ins Weltall. Das bezahlen wir. Also wir pumpen dann Geld. Also wirklich, wir pumpen Geld ungebremst in den Himmel. Und das braucht man nicht. Ne? Also da bauen wir doch lieber Kindergärten oder erneuern die Straßen oder ähnliches davon. Oder die Gemeinde kauft sich ein neues Feuerwehrauto oder ähnliches. Es gibt in jeder Kommune Dinge, die man mit Geld besser machen könnte, als das mit Licht in den Himmel zu blasen. Also es gibt schöne Straßenlaternen, die lenken das Licht streng von oben nach unten. Das wäre schon der zweite. Haben sie schon 50% der Energie wieder eingespart. Ne? Und dann ist das andere Thema, nehmen sie Licht, was für sie gesund ist. Also ich hatte, glaube ich, vorhin kurz das Beispiel Ida Oberstein erwähnt. Also Sie kennen ja aus dem Urlaub, wenn Sie so in den Mittelmeerländern sind, die haben dieses schöne warme Licht, ne? Dieses bernsteinfarbene rötliche Licht. Das ist viel gesünder als das kaltweiße LED-Licht, denn dieses rötliche Licht hat einen geringeren Blauanteil. Dieser geringere Blauanteil sorgt dafür, dass Sie nicht wieder hell wach werden, also dass Sie dann angenehmer schlafen können. Und wo wenig Blauanteil im Licht dann fühlen sich auch die Insekten wohler, denn die gehen mit Vorliebe an dieses kaltweiße Sonnenlicht ran und rötliches Licht macht diesen Effekt nicht. Und zu Hause, ja, gucken Sie doch mal, ob Sie die ganze Nacht im Garten das Licht brennen lassen müssen. Was wir zum Beispiel sehen, sind diese Dekokugeln im Garten. Eine Biologin hat mir zuletzt erzählt, dass gerade diese Leuchtkugeln im Garten, dass die Insekten um 50% in der Umgebung reduzieren. Und die Insekten haben wir eben erfahren, die brauchen wir eben doch. Oder schalten Sie doch einfach das Licht nur dann an, wenn Sie es brauchen, über einen Bewegungsmelder oder ähnliches. Oder stellen Sie sich einfach die Frage, müssen Sie denn zum Beispiel Ihre komplette Hauswand beleuchten? Was bringt Ihnen das? Wenn Sie Ihre Fassade beleuchten, dann zeigen Sie Einbrechern doch nur, bei mir gibt es was zu holen. Ne? Also, und Sie machen denen noch nachts das Licht an, dass Sie sehen, auch prima, da steige ich dann am nächsten Tag ein, weil da ist die Schwachstelle am Haus. Ne? Solche Sachen. Ne? Also, nicht immer ist viel Licht auch mit mehr Sicherheit verbunden. Das ist eigentlich auch eine relativ veraltete Geschichte, dass man sagt, wo mehr Licht ist, ist auch mehr Sicherheit. Das stimmt so nicht. Da gibt es neuere Studien aus Amerika. Da hat man zum Teil auch gemerkt, in großen Städten, wo man dann nachts aus Furcht vor Jugendbannen hat man das Licht dann angemacht und der Effekt war, dass die Jungs dann erst richtig aufgedreht haben, weil die konnten ja dann sehen, wo sie überall einsteigen können oder wo sie was kaputt machen können. Ne? Also der Schuss ging da total nach hinten los. Ja, also einfach ein bisschen weniger. Sie müssen das Licht nicht ausmachen, einfach nur dann nutzen, wann sie es wirklich brauchen und in dem Maß, wo sie es nur brauchen. Und dann noch mit der richtigen Lichtfarbe und schon ist das alles erledigt. Bei Eiweiler, das fand ich immer ganz interessant, das gesamte Dorf Eiweiler, das hat knapp über 80 Laternen. Der ganze Ort wird mit der Leistung eines Haarföhns beleuchtet. Also ein Haarföhn, ne, die Leistung eines Föhns reicht da aus, um den ganzen Ort zu beleuchten. Das haben wir da in Eiweiler hingekriegt. Und also mitten in der Nacht, wenn alles abgedimmt wird. Ne? Und das ist doch schon mal eine Nummer, als wenn ich da, was weiß ich, tausend von Kilowattstunden zu viel benutze. Und das Geld kann eine Gemeinde ja sparen. Natürlich muss die Gemeinde zuerst diese ganze Steuerung vorfinanzieren, aber irgendwann rechnet sich es dann eben doch. Ne? Und das haben wir zum Beispiel jetzt in Eiweiler auch gemerkt. Da hat man auch gesagt, hey, die Leute im Ort dürfen mitentscheiden. Also da war die Ortsvorsteherin, war da sehr bemüht und hat im Ort auch gefragt, wo braucht ihr es ein bisschen heller und wo braucht ihr es nicht so hell. Und die Leute, habe ich gehört, da gab ganz vereinzelt ein paar Nachfragen, aber die Leute sind damit ganz zufrieden. Die sagen nämlich auch, es ist nicht mehr so gleißend hell und es ist irgendwo im Schlafzimmer dunkler als früher und die können dann auch ein bisschen besser schlafen. Und
manche Blumen und Pflanzen im Fenster, die blühen dann auch nicht das ganze Jahr durch, weil nachts immer das Licht an ist, sondern die blühen dann so, wie es von der Natur aus vorgegeben wird. Ja. Jetzt ist mir auf einer Seite, das war die Sky-Seite, fällt jetzt der Name nicht mehr so richtig ein. Helfen Sie mir gerade. Da habe ich gefunden, dass gerade Aktivitäten von Multimilliardären, zum Beispiel Elon Musk, Skylink, Ja. großes Projekt macht. Ja. Mit 30.000 Satelliten, um die Welt mit Internet zu versorgen. Ja. Dann sieht man statt Sternen Satellitenpunkte am Nachthimmel. Wir haben, als die ersten Skylink-Satelliten gestartet sind, hatten wir auf der Sternwarte unheimlich viele Anfragen, wo Leute gesagt haben, ich sehe immer so 4, 5 oder 10 oder 20 Lichtpunkte, die eng hintereinander fliegen. Was ist denn das? Das hat die Leute zuerst mal irritiert. Das waren tatsächlich diese sogenannten Skylink-Satelliten, die werden in Raketen mit 20 bis zu 80 Stück, werden da, glaube ich, hochgeschossen. Dann werden die aus dieser Rakete rausgeworfen und dann suchen die sich quasi, dann fliegen die eine Zeit lang gerade hintereinander her und suchen sich dann über dem Globus ihre Position. Bei uns haben die dazu geführt, dass viele Astrofotos verschönert, in Anführungszeichen, wurden durch Striche. Also wir hatten dann Sterne, schöne Sternfotos und dann überall waren so Striche durch die Bilder geflogen, sodass wir ein ziemlich. Über die Langzeitbelichtung. Ja, so wenn wir mal so 5 Minuten machen, ne, dann fliegen dann schon mal so ein Dutzend Satelliten durch. Dann haben sie also ein Bild mit einem schönen Nebel und etliche Streifen, die durchfliegen. Aber das ist, sage ich mal, nicht das Thema. Es macht die Menge. Also ich habe jetzt vor kurzem von Astrophysikern in den USA eine Berechnung gesehen. Es wird ja nicht nur Elon Musk. Es gibt ja auch viele. Die Chinesen wollen Internetsatelliten hochschießen. Ich glaube, sogar Amazon will das irgendwann auch machen. Oder es gibt wahrscheinlich noch mehrere Anbieter, die das alles machen wollen. Ja, und dann haben sie plötzlich 100.000 Satelliten eines Tages da oben, abgesehen davon, dass die dann mal schneller kollidieren können und die Raumfahrt für Forschungssatelliten auch immer enger wird, weil die da durch müssen, durch dieses Gewimmel. Die Summe dieser leuchtenden Satelliten macht es natürlich auch aus. Also soweit ich mich erinnere, war die Beleuchtungszunahme, die Helligkeit des Himmels war etwa 5%. Also das trägt in dieser Menge dann auch dazu bei, dass wir irgendwann vielleicht einen natürlichen Sternenhimmel gar nicht mehr sehen können, dass wir vielleicht auch ja, mehr künstliche Satelliten am Himmel haben, als wir Sterne sehen können. Das könnte passieren, ja. Ja, also Das wir wäre haben dann gestern natürlich. Abend, Für das kulturelle Erbe wäre das ja, fatal, das ist ne? fatal. Wir haben Ja. gestern Abend, waren wir auch noch draußen gesessen, recht lange, bis um Ja. 11 oder so, Ja. haben dann auch mal den natürlichen Himmel geguckt und Ja. dann die ISS haben wir gesehen, Ja, schön, ne? gestern über uns Ja. rüber geflogen Ja. und wie viele, also wir haben gesagt, guck Viele mal, da ist Satelliten, viele, ja. viele Satelliten. Das ist Ja, mir es noch sind gar schon nicht so einige. aufgefallen, Ja, es sind schon einige. in der kurzen Zeit, wo wir dann geguckt haben. Ne? Also das war schon recht interessant. Ja, also es gibt wirklich, ich kenne die Zahl auch nicht. Also wir haben auch Programme, wo die Satellitenbahnen alle eingezeigt werden. Also sie kommen an Satellitenspuren, kommen sie kaum noch vorbei. Wir als Astronomen, wir können da noch ein bisschen tricksen, indem wir Bilder überlagern und dann die Strichspuren rausrechnen. Aber ich finde halt, das kulturelle Erbe ist dadurch in Gefahr. Also dieses natürliche Erlebnis eines Sternenhimmels. Das würde mir unheimlich leid tun, wenn das verloren geht, wenn Sie die Sternbilder vor lauter Satelliten nicht mehr erkennen können. Ja. Wir haben gerade vorhin das Stichwort ISS gehabt und Sankt-Venter-Sternland. Einer der Schirmherren ist ja Dr. Matthias Maurer, der saarländische Astronaut, der auf der ISS ja vor kurzem war. Was würde er dazu sagen? Gut, wir müssen ihn fragen. Das können wir jetzt nur spekulieren. Aber was macht das Sankt-Venter-Sternland? Ja, also der Matthias Maurer wurde, weil er als Astronaut sehr auf Nachhaltigkeit pocht, also dieser bewusste Umgang mit den Ressourcen der Erde. Deshalb hat er sich für dieses Projekt sehr engagiert. Also er hat uns auch für einen Zertifizierungsvorgang auch ein Empfehlungsschreiben gegeben. Da waren wir sehr dankbar und sehr stolz. Also das Sankt-Wendler-Sternland
ist ein Projekt der Gemeinden Nonnweiler, Nofelden und Obertal. Das sind die drei Gemeinden, die haben gesagt, wir wollen der Lichtverschmutzung etwas entgegensetzen. Wir wollen die Beleuchtung so gestalten in den Gemeinden, wie wir es gerade besprochen haben. Also so intelligente Laternen, wir senken das Licht nachts ab, wir nehmen ein Licht, was geringeren Blauanteil hat und damit den Mensch und die Natur mehr schützt. Und die haben das quasi als Projekt sich auf die Fahnen geschrieben, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, was im St. Wendler Land auch auf der Themenordnung steht. Und das wurde vor 7 Jahren wurde das Projekt gestartet und die kleine Kommune Eiweiler ist dann quasi dieses Referenzdorf, wo man gesehen hat, was man gegen Lichtverschmutzung als Gemeinde machen kann. Und wir hoffen damit, dass dieses Leuchtturmprojekt, dass das Nachahmer findet. Denn man kann am besten gegen Vorurteile ankämpfen oder gegen Befürchtungen ankämpfen, wenn man sagen kann, geh doch mal dorthin und schau es dir an, wie es funktioniert. Und dann fallen viele Ängste, Vorurteile oder Befürchtungen oder skeptische Nachfragen fallen dann in sich zusammen, weil die Leute sehen, ach, guck mal da, der Ort hat tatsächlich Licht, es ist ein angenehmes Licht. Und wenn man oberhalb von Eiweiler steht, früher war da über dem Ort eine riesige Lichtglocke und heute ist die weg. Also sie sehen Eiweiler von oben in der Nacht fast gar nicht mehr. Sie sehen nur beleuchtete Straßen, aber nichts mehr, was darüber hinweggeht. Und das ist ein unheimlich bemerkenswerter Eindruck. Sie sehen den Ort von oben kaum noch. Das heißt also, wir denken auch, dass in den kommenden Jahren Eiweiler auch auf den Satellitenbildern immer dunkler werden wird. Denn Satelliten fliegen ja permanent über die Erde und messen das auch, die Lichtverschmutzung. Da kann man sich natürlich auch Orte und Ziele raussuchen, wo man mal den dunklen Sternenhimmel sehen kann. Da gibt es auch im Hunsrück immer noch ein paar schöne Sachen. Aber wie gesagt, das St. Wendler Sternenland ist ein Projekt, ein Leuchtturmprojekt zur nachhaltigen Beleuchtung und zum Einsatz gegen Lichtverschmutzung, wo man das einfach mal realisiert hat, um zu zeigen, wie toll das werden kann. Also kann man nur empfehlen, wenn es mal dunkel ist, und das wird es ja jeden Tag, ja, vielleicht mal ein paar Kilometer Richtung Saarland fahren, nach Eiweiler und sich das mal angucken. Ja, genau. Und am besten, dann kann man es ja verbinden mit dem Besuch der Sternwarte Peterberg. Und dann fährt man ja, also man kann dann nach Eiweiler runterfahren. Da gibt es ja breite Feldwege runter. Man muss ein bisschen auf die Rehe aufpassen. Aber da sieht man plötzlich, dass da unten ein Ort ist, der von oben kaum zu sehen ist. Ja, ja, und die Sternwarte Peterberg hat dann wieder mehr Möglichkeiten, Sterne sehen zu können. Ja, wir konnten den Effekt tatsächlich messen. Wir haben eine Messstation auf der Sternwarte, wo wir seit 2019 inzwischen die Himmelshelligkeit messen. Und das auch, das ist jetzt bei mir im Projektteam, ist das drin. Ich habe die ganzen Messdaten in einer Datenbank drin. Und wir schauen dann auch, wie entwickelt sich das denn jetzt über die nächsten Jahre? Kriegen wir den Himmel Stück für Stück dunkler? Oder ist, sage ich mal, die Umgebung außerhalb, sind die schneller und machen uns den Effekt wieder zunichte? Denn eine größere Stadt hat eine Leuchtkugel, die man bis zu 200 Kilometer weit sehen kann. Sie kennen das zum Beispiel von Frankfurt. Mhm. Wenn Sie in der Nacht nach Frankfurt fahren, da sehen Sie Frankfurt ja schon von weitem weg. Also da sind Sie noch nicht in Mainz, da sehen Sie die Lichtglocke von Frankfurt. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Ja. Wie wird es denn jetzt für die Zukunft aussehen? Also wenn wir mal so in die Zukunft schauen, haben Sie die Hoffnung, dass die Lichtverschmutzung, nennen wir es jetzt einfach wieder, abnimmt oder dass es bleibt oder vielleicht nicht mehr? Eine gute Frage. Das hängt sehr vom Kulturkreis ab. Also ich glaube, dass wir in Europa gerade jetzt durch die Energiekrise und weil wir mehr ein Bewusstsein kriegen für Nachhaltigkeit,
dass wir da noch Chancen haben, das zurückzudrehen. Ich vermute sogar, ein bisschen mit Augenzwinkern, dass die Beleuchtungsanbieter das irgendwann auch sogar als ein Verkaufsargument entdecken. Weil es scheint auch eine Rolle zu spielen, ne? Wenn man dann irgendwann sagt, ja, wir haben jetzt die Beleuchtung, die gegen Lichtverschmutzung wirkt, soll uns recht sein. Also ne, finden wir eine tolle Sache. Also ich habe die Hoffnung, dass es in unserem Kulturkreis eingedämmt werden kann. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt so Regionen angucke, im Nahen Osten zum Beispiel, da ist Licht im kulturellen Kreis noch mit wirtschaftlicher Potenz und Reichtum verbunden. Da sehe ich eher schlechte Karten. Ich weiß zum Beispiel, dass die Regionen Türkei bis Saudi-Arabien runter, die haben eine Zuwachsrate von 17% pro Jahr. Ne? Mhm. Also bei denen wächst die Lichtverschmutzung stärker als die Bevölkerung. Und das wird sich, glaube ich, regional sehr unterschiedlich entwickeln. Und ich finde es halt schade, dass Sternwarten zum Beispiel, die früher extrem weit weggebaut wurden von den Städten, wie zum Beispiel in der chilenischen Atacama-Wüste, dass die schon die Effekte merken. Also früher standen diese Sternwarten in relativ wirklich dunkler Landschaft. Und das war so ein Ort, wo man das vom Licht der Sterne seinen eigenen Schatten sehen konnte. Und selbst die haben gerade kriegen Probleme, mit ihren großen Teleskopen da noch beobachten zu können, weil die Lichtverschmutzung weltweit dort auch merken. Es ist halt, ja. Also ich hoffe, dass wir zumindest unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Energieeinsparung da eine Kurve kriegen, denn den Strom, den wir erzeugen für das Licht, der muss ja produziert werden, ob das jetzt Kohlekraftwerke sind, Kernkraftwerke oder Windkraftanlagen. Die Energie könnte man natürlich auch ein bisschen sinnvoller nutzen oder einsparen. Ne? Ja. Einsparen, ja, genau. Ja, weniger Lichtverschwendung hätte ja viele Effekte. Eben. Sei es, man spart Geld, es ist gut für die Gesundheit, es ist gut für die Natur und vor allem man kann die Faszination des Sternenhimmels. Ja. Genau, also das, es ist eine Win-Situation für viele Seiten, ne? Also für die medizinische Betrachtungsweise, für die Ökologie, für den Energieverbrauch, für die Gemeinden. Also ich bin stolz, dass wir im Nordsaarland sowas auf die Beine stellen konnten. Und ich hoffe sehr, dass es Nachahmer gibt, vielleicht auch eines Tages mal im Hochwaldgebiet. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht kann man da mal irgendwo was auf die Beine bringen. Es würde ja gut zusammenpassen. Es wären ja Regionen, die ohnehin nah aneinander liegen, das nördliche Saarland und die Hochwaldregion. Man muss ja nicht immer gleich aus jeder Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland jetzt ein Riesending draus machen. Ne? Das ist ja Quark. auch wenn wir unterschiedliche Landesregierungen haben, sowas ist eh immer ein übergreifendes Projekt. Zumal wir eigentlich ganz gute Chancen haben, so ein Projekt mal wirklich auf den Weg zu bringen. Denn Nationalpark ist ja ein grenzüberschreitendes, über zwei Bundesländer. Ja. Greifendes Projekt und das ist ja im Rheinland-Pfalz bis Saarland. Ja. Und das entwickelt sich, glaube ich, sehr gut. Und warum? Ich denke auch, weil Naturtourismus hat ja viele Facetten, auch der Sternenhimmel gehört dazu. Also ich denke schon, dass man da was Schönes draus machen könnte. Da gibt es jetzt demnächst auch im Nordsaarland einige interessante touristische Angebote. Also was ich zum Beispiel gehört habe, so, es gibt solche Zelte, wo oben durchsichtig sind, wo man dann, ne, wo man dann in der Nacht quasi auf einer schönen kuscheligen Decke liegt und oben dann die Sterne beobachten kann. Das sind nur so ein paar Ideen. Ne? Mhm. Ich finde das in einer Zeit, die von immer mehr Unruhe geprägt ist. Es sind solche Rückzugsgebiete mal in die Natur, sind enorm erholsam. Ich glaube auch, und ich meine, ich hätte das mal auf einer Tourismusmesse gehört, dieser Event-Tourismus ist mittelfristig schon auf dem absteigenden Ast. Die Leute suchen wieder verstärkt Naturerlebnisse und etwas mehr Ruhe vom Alltag. Mhm. Und ich denke, da sehe ich schon eine sehr große Chance. Also auch für die Bewohner. Ich meine, wenn man natürlich in so einer Region lebt, dann hat man doch einen richtigen
einen richtigen Lebensqualitätsfaktor wieder vor sich. Warum denn nicht? Ne? Also, nur der Wald, auch der Himmel. Ne? Der ja, ja, ja. Warum denn nicht? Ne? Also es gibt sogar, also ich habe sogar vor kurzem gehört, es gibt Immobiliengesellschaften bei Banken, die rechnen sogar Lichtverschmutzung als in die Bewertung von Wohngebieten mit rein. Warum die das machen? Vielleicht, weil die dann denken, naja, wenn Leute sich Häuser kaufen, haben wegen Lichtverschmutzung eine etwas geringere Lebenserwartung. Ich weiß nicht, welche Gedanken die da in ihren Köpfen haben, aber es ist tatsächlich schon so, dass das irgendwo schon in manchen Berechnungen mit einfließt. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ja. Also alles in allem, es ist schön zu hören, dass es positive Aspekte gibt, auf die man noch bauen kann und die sich auch verwirklichen lassen. Und wenn wir zusammenarbeiten, auch die Institution, auch jeder Einzelne ein bisschen was dazu beiträgt, dann werden wir den Sternenhimmel wieder sehen können. Ja, es wäre sehr schön. Also ich finde auch, dass der Nationalpark hat enorm viel Potenzial. Es ist ja auch eine naturbelassene Landschaft. Mhm. Warum sollte man das Thema da nicht nutzen? Und ich bin selber schon früher nachts mal ab und zu durch die Region gefahren, aus Langeweile, weil ich mal einen dunklen Platz zum Sternenhimmel tatsächlich gucken gesucht habe, bin ich auch mal durch den Hunsrück gefahren. Da gibt es ein paar interessante Flecken, wo es tatsächlich noch ziemlich dunkel ist. Mhm. Ob ich da jetzt dann aussteigen durfte und ein Teleskop aufstellen, da war ich mir nicht immer so sicher. Aber ja, das wäre mal vielleicht so ein Ding, wo man mal nachfragen könnte. Ja, nachfragen kann man ja mal. Ja, ja, also war eine tolle Sache, was wir heute gemacht haben. Wir persönlich, Maria und ich, glaube, wir haben viel Neues dazugelernt und vieles, was uns noch mehr fasziniert, sich mit auch dem Sternenhimmel wieder etwas weiter zu beschäftigen und viele Fehler, die man auch selbst persönlich gemacht hat, vielleicht zukünftig dann nicht mehr so häufig macht oder ganz. Ja, wie gesagt, wir treten ja nicht auf mit erhobenem Zeigefinger. Wir klären auf und hoffen dann, dass die Leute vielleicht etwas Besseres draus machen. Und also im St. Wendler Land hat das tatsächlich funktioniert. Und das Wissen, wie man sowas machen kann, ist ja jetzt da. Und das wird ja nicht geheim gehalten. Jeder kann ja gucken gehen, wie man es machen kann. Und ich hoffe wirklich im Sinne der Natur und der Gesundheit, dass das ein bisschen mehr Schule macht, weil die Vorteile, auch Energieeinsparung und Umweltschutz, die überwiegen ganz klar. Tja, wir haben noch einen Programmpunkt, den wir in die Zukunft legen können. Und das hat mit der Sternwarte Peterberg zu tun. Und zwar haben wir am 7. Oktober ist unsere nächste Nationalpark-Radiosendung. Ja. Und da werden wir vorher ein Besuch in der Sternwarte abstatten. Und ein Kollege von Ihnen wird uns durch die Sternwarte führen. Ja. Und wir hoffen dann, dass auch jemand von Ihnen zu uns ins Studio kommt. Also auf jeden Fall wird im 7. Oktober Thema Sternwarte Petersberg sein. Da freuen wir uns also auch sehr schon drauf, dass wir ein bisschen erklärt bekommen, wie das alles funktioniert mit dem in die Sterne schauen. Ja, also von der Zeit aus, Vielleicht dürfen wir auch, ja. Ja, Sie können wahrscheinlich durchaus mal durchgucken durchs Teleskop und dann beschreiben, was Sie da sehen. Also die Planeten werden gerade wieder am Himmel sichtbar. Mhm. Also vielleicht werfen Sie mal einen Blick auf die Saturnringe oder auf den Mars oder auf den Jupiter. Also das ist schon was Tolles. Ja. Wenn das geht, ja. Ja, klar. Vielleicht sind Sie auch dabei und dann. Ja, ich schau mal. Ne? Vielleicht bin ich da wieder auch verfügbar. Da gucken wir. Ja, okay. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für das tolle Gespräch heute Abend. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich hoffe, dass wir das öfter noch wiederholen können. Und ja, sehr gerne. Wir, mit in die Welt tragen. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin da. Wie gesagt, Sie kennen ja jetzt, wissen ja, wie Sie mich erreichen und wir können da gerne noch ein paar Sachen planen gemeinsam. Kein Problem. Ja. Ja, und dann entlassen wir jetzt unsere Zuhörer in die Sternennacht. Ja, und mit einer Musik von Franz Schubert, Nacht und Träume.